Okay, lieber Chat, wir gehen mal kurz über auf Videoschnitt. Oh, das ist jetzt ein bisschen doof mit dem Stativ. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle sehen. Schreibt mir mal eins in den Chat, wenn ihr es gut erkennen könnt. Ist ein bisschen tricky immer mit der Kamera. Wieso ist denn das so überbelichtet? Ist besser, wenn ich näher rankomme. Hallo, Kamera. Ah. Sieht ja irgendwie jetzt total blöd aus, ne? So überbelichtet. Muss ich ein bisschen. Nimm mal kurz die Kamera in die Hand. So, nicht wundern. Ich will hier nichts ausmachen. Klitz. Oh, ah. Okay. Wundert euch nicht, dass es so überbelichtet aussieht. Das ist, ist eigentlich nicht der Fall. Das ist die App, die ich nutze. Das ist jetzt ein Udo und Wilke Video für Mittwochabend. Da habe ich bis jetzt 8 Minuten 23 fertig geschnitten. Ich glaube, für das ganze Video brauche ich 3-4 Stunden. Es kommt immer drauf an. So, jetzt seht ihr ja, es ist Montagabend, ziemlich spät. Ne, alle anderen Leute sitzen auf dem Sofa. So ist es eigentlich täglich bei uns. Stimmt's, Wilfried? Genau. Also ich bin auch ganz oft um 6:30 hier. Und meistens auch, die meisten Leute sagen ja immer, wir Influencer, ich nenne mich jetzt mal so, sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa, aber ich glaube, ich habe immer Hummeln im Morse, ne? 14, 15, 16 Stunden am Tag sind gar nichts. Ja, das sieht bei euch jetzt ein bisschen hell aus, weil ich die Kamera nicht fokussieren kann. Liegt wohl irgendwie an dem Handy, an Twitch. Auf jeden Fall seht ihr hier die Timeline. Das ist so die einzelnen Clips. Ich gehe jetzt mal ganz rüber zum Anfang. Klitz, klitz, klitz. So. So, jetzt habt ihr hier das Video. Seht ihr das mal ganz kurz. Hier sind diese ganzen Dateien, die ich reinladen will, nach und nach. Hier nochmal, wo die 3 Sekunden stehen, da bin ich jetzt gerade, die ist ganz hinten. Da ist 25 Sekunden, 6 Sekunden, 7, die füge ich noch alle ein. Und hier seht ihr jetzt, seht ihr da, oh, es ist ja unscharf ein bisschen, ne, es ist besser. Seht ihr da diese gelben Punkte? Hier, da. Das ist eine Szene, wo Udo übersteuert von der Lautstärke. Das muss ich wieder nachpegeln. Neue Videos gibt es bei uns immer montags und... Ach du Alter, jetzt habe ich mich nur versprochen. Es gibt einige Videos bei uns, das muss ich euch kurz erzählen. Also, montags und freitags, die Fuscher bei YouTube. Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, ein Dorf, ein Verein. Das sind die Videos, die mit Wilfried und Torben hier im Verein spielen. So alles, was im Verein passiert. Mittwochs und Sonntags Udo und Wilke. So, das sind diese Hauptvideos, die am meisten geguckt werden. Im Büro mit Ron fast jeden Tag, Montag bis Freitag. Und die Videos von meinem Elternhausumbau gibt es immer samstags. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt mal. Das sind ja natürlich einzelne Schnitte. Dann gibt es eigentlich eine ganz witzige Szene in dem Video, wo Udo sagt, irgendwas sagt er mit dem Vorstand. Ich habe mich auf jeden Fall beim Schneiden weggeschmissen. Das geht über die Überschwemmung bei uns. Wilke, komm da jetzt raus, Udo. Wilke, der zieht dir gerade die Hosen hoch. Ja, das ist mir doch egal. Ja, wir müssen doch hier was schaffen. Jetzt guckt ihr das mal an, wir können doch den ganzen Folien... Und ihr seht jetzt Udo, wie er übersteuert. 20 Grad im Schatten letztens. Hier, 20 Grad. Da spreche ich Udo immer Vollgas. Immer Lautstärke. Es gibt auf jeden Fall eine super witzige Szene in dem Video, wo Udo irgendwas erzählt mit dem Vorstand. Ich habe mich weggeschmissen auf jeden Fall. So, wir müssen was schaffen. Du hast so... Ich muss mal suchen. Na, 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 na. Ist ein bisschen langweilig, sich das so reinzuziehen, aber ich kann euch wirklich sagen, es ist wirklich viel Arbeit. Es ist. Oh, oh, oh. So. Ey, willst du das hier alles so liegen lassen? Wilke, lass die bitte liegen. Das gibt wieder Sturm. Das haben die bei 120 Stundenkilometer. Dann hast du den nächsten einmal auf andere Seite. Dann kannst du irgendwo bei dir beim Elternhaus wegholen. Aber die verschimmeln doch, die Planen. Die verschimmeln nicht. Das sind ich weiß nicht, wo die Szene ist. Habe ich schon wieder vergessen. Da wollte ich noch ein Reel rausmachen. Irgendwo sagt er auf jeden Fall was mega Witziges mit dem Vorstand. Ich habe mich weggeschmissen, Leute, wirklich. Warte mal. Das Video. Oh, ho, ho, ho. Shitty, das Video kommt am Mittwoch online, 18 Uhr. Uh-huh. Einmal. Hier, guck mal, das schwimmt alles. Wir sind sowas von ruiniert. Oh, Leute. Jetzt hier wisst ihr ja, der Zeigmal-Effekt. Er sagt sowas Witziges mit dem Vorstand. Ich glaube, hier kommt das irgendwo. Ich muss ihm reinhören. Bis in den Himmel. Wilke, wir werden schlecht vom Vorstand hier bedacht. Ja, jetzt hier. Hört mal ganz genau zu, Chat. Eins, ich möchte euren Humor kurz checken. Eins in den Chat, wenn ihr das lustig findet, was Udo sagt. Hört genau hin. Ich mache ein bisschen lauter.
Also ich lache mich halt auch beim Schneiden selber noch kaputt, Leute. Ne? Es ist halt wirklich so, dass ich dann auch wirklich lachen muss, weil es halt wirklich immer witzig ist. Achtung. Wicke, wir werden schlecht vom Vorstand hier beraten. So, nochmal. Okay. Wenn ihr das jetzt witzig findet, was jetzt kommt, eins in den Chat, wer es nicht lustig findet, zwei in den Chat. Es geht darum, was Udo sagt. Pass auf. Wicke, wir werden schlecht vom Vorstand hier beraten. Wieso? Was? Ja. Oder der Vorstand wird ist schlecht mit uns beraten, wollen wir so sagen. Das passt eher, Udo. Ja. Der Vorstand ist schlecht mit uns beraten. Auf jeden Fall gibt es hier am Ende noch irgendwo eine Szene. Da sind wirklich viele lustige Sachen drin, die er sagt. Er sagt immer so geile Sachen, ich muss eben kurz rein. Guck dir den an, der ganze Funktown, alles gerissen. Na, irgendwas mit das sieht ja hier aus wie, ich werde hier zum Büffel oder so. Und dann sage ich, was ist los, willst du hier die Pfütze leer saufen? Ich muss ihn gucken. Was ein Stress im Stream auf einmal, ne? Auf jeden Fall, das sind die ersten 8 Minuten des Mittwochsvideos, 18 Uhr. Schaltet auf jeden Fall ein, das ist echt gut. So, hier entdeckt ihr den. Hier, guck mal, ich watschel dadurch echt ekelhaftes Wasser, richtig tief. Ich glaube, jetzt kommt das gleich. Das kann nicht wahr sein. Was ist hier los? Mir fällt langsam die Augen aus. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ich glaube, jetzt kommt das. Ich werde gleich zum Gnu. Willst du das hier leer saufen, die Wasserstelle, oder was? Nee. Ich werde hier gleich zum Gnu, willst du die Wasserstelle leer saufen. So, auf jeden Fall wollte ich euch eben zeigen. So, ich bin jetzt bei, wo bin ich denn jetzt hier am Ende? 8 Minuten genau, so, das ist hier jetzt... Udo hat eine Anweisung gegeben. Udo hat eine Anweisung gegeben. So, und jetzt seht ihr, hier ist eine neue Szene, die ich jetzt gleich bearbeiten will. Und ich kann euch das jetzt mal hier nicht zeigen, aber ich setze sie mal einfach rein, anhängen. So, und jetzt seht ihr das hier ganz genau. Oh, das ist mit der Farbe echt Horror. Ihr seht die Linie und was darüber geht, wie Udo übersteuert. Also von der Lautstärke her ist er einfach immer viel zu laut. Wenn du mal jetzt hier... Ich hab denen das gesagt. Bitte holt die Tische da weg. Stellt die irgendwo hin für den... So, und das musst du halt dann auch immer bearbeiten. Ne? Das kannst du dann hier untersuchen, Lautstärke. Dann musst du den Lautstärkenversatz einstellen, damit Udo halt nicht so übersteuert. Es ist halt wirklich krass. Ne, die Leute sagen immer, oh, so ein bisschen so ein Video schneiden. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei der Anzahl der Videos, die Woche über kommen, ist es halt echt krass viel Arbeit. Klar, wir verdienen da Geld mit, wir verdienen auch gutes Geld damit, da sind wir auch immer ehrlich. Aber ihr solltet wissen, dass es halt immer viel Arbeit ist. Das ist nicht eben so nebenbei gemacht und just for fun, weil es auch manchmal echt stressig ist, die Videos zu schneiden. Staatsfeind TV, ja, die Mikros sind halt brandneu und ich habe die aus Versehen verstellt und Sven musste die neu einstellen. Jetzt übersteuern die auch nicht mehr. So, es geht jetzt hier weiter. Schaut Wilfried beim Stadionbau zu und ich schneide das Video jetzt eben weiter. Ne? Mhm. Das mache ich mir da weiter. Bis wenn ich fertig bin, ne? Und wer uns lieb hat, das ist jetzt ganz wichtig, dann teilt das Video, richtig teilen. Explodiert. Du explodierst vor allem. Du musst explodieren. Ja, damit. Nee, aber Leute, wenn euch, das will ich, wenn ihr euch uns an Herzen gewachsen seid, oder ihr, oder ich, oder wir, oder alle am Herzen gewachsen, dann teilt das Video. Das muss richtig mal explodieren. So. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, habt einen schönen Sonntag, bis Mittwoch.